Willkommen, Freunde, zum ersten Testkampf meines neuen Teams gegen einen User. Also, für alle, die es jetzt nochmal schriftlich haben wollen, mündlich haben wollen. Mein neues Team ist in der Testphase. Das heißt, ab jetzt nehme ich die Herausforderung mit richtigem Team an. Das heißt, ihr dürft gegen mein richtiges Team wieder spielen. Es ist da. Es ist zwar noch beim Ausreifen, aber es ist schon mal vorhanden. Gut, und mein Gegner Vortex, naja, ich nenne ihn jetzt mal Zanto LP. Gut. Was haben wir denn? Wir haben einen Rocky. Ein Hundemund da unten. Ja, Roserade, Möhre, es ist Galagladi. Oh Mann, ich muss jetzt erstmal. So, nochmal neu sortieren. Galagladi, Sumpex, Polygon Z, die Namen verwirren mich total. Jetzt wollte ich schon wieder Rocky sagen. Toll. Wollen wir nun. Ihr wisst, was ich meine. Hundemon und Roserade. So. Wie ihr seht, mein Team ist ein bisschen zwiespaltig aufgebaut. Und da fällt auch meine Spritteflasche um. Die ich mir jetzt doch mal auf den Schoß nehme. Sonst fällt sie mir nochmal um. Gut. Wir stehen da. Beide wissen noch nicht, was wir einsetzen sollen. Ich würde mit meinem Happy Hippo anfangen. Danach mit meinem Rigi-Tu, Burn, ja. B bestätigen. Einfach mal willkürlich, weil jetzt lange zu überlegen, bringt nichts. Ich will das Team testen, ich will das Team ausreizen. Ich kann auch nicht garantieren, dass das Team jetzt auf Anhieb funktioniert, weil das Team ist am Zeichenbrett entstanden. Es hat noch keinen einzigen Testlauf. Das ist der erste Testlauf. Und deswegen werde ich danach noch wahrscheinlich variieren, Sachen ausbessern, aber nach und nach. Erstmal gucken, was dabei rauskommt. Ice Stone Baby, mal so schön abgewandelt. Und er kommt mit Sumpex. Okay. Kann er von mir aus tun. Dann wechseln wir mal eben die Taktik. Ich wette sowieso, dass das so ein bisschen, ja, anders da ist, als mir das jetzt liegen will. Wahrscheinlich Tarnsteine oder sowas. Nein, Kaskade. Gut, dass ich diesen Wechsel getan habe. Bumm, gibt's erstmal eine schöne Tackle-Attacke. Ich bin am überlegen, ob ich mit einem Wechsel jetzt rechnen soll. Oder etwa nicht. Deswegen, ich überlege, guck jetzt erstmal, wie lange er überlegt. Denn tendenziell könnte ich auch sagen, ich verwende erstmal einen Eissturm. Ich würde sagen, ich verwende erstmal einen Eissturm. Weil ich vielleicht mit einem Wechsel rechne und dadurch mir vielleicht noch den Erstschlag sichern kann, wenn das Gegnerspucken nicht zu schnell ist. Ja, wie ich es mir dachte. Folgt der Wechsel auf ein Pokémon, womit ich eigentlich nicht gerechnet habe. Gut. Initiative ist down. Sumpex behält der gute Kerl sich in der Hinterhand. Ich bin überlegen, soll ich versuchen, weiter drauf zu knüppeln? Die Attacke, die jetzt nicht so effektiv war, hat doch relativ was abgezogen. Das hier wäre Step und wäre ein neutraler Treffer. Hätte sogar mehr Schaden. Puh, schwere Entscheidung. Ich versuch's. Ich teste das Team aus. Ich versuche einfach mal, was geht. Der Energy Ball. Okay. Da kommt die Lichtkanone. Wo ich aber nicht mit gerechnet habe, genau. Ich habe nicht damit gerechnet, wollte ich eher damit ausdrücken, dass diese Kanone, also diese Attacke mich finishen tut. Denn das Pokémon hat nicht diesen Angriff, damit es mir jetzt reinwürgen kann. Ich verwende jetzt mal einen Blizzard. Einfach mal, um zu gucken, was jetzt in dem Fall effektiver wäre. Ob die Stärke jetzt mehr reinhaut oder das Neutrale. Okay, ich sage jetzt, es macht Boom. Okay. Meine Schneeflocke ist down.
Okay. Eine Explosion hätte ich jetzt noch nicht mitgerechnet, aber er hat sich wahrscheinlich selber ausgerechnet, dass es doch für ihn in die Hose gehen könnte, wenn dieser Ablauf so weitergehen würde. Es hagelt, ohne dass ein Pokémon irgendwas davon abkriegt. So, jetzt verwende ich Arctic Blow. Wo ich mal gespannt bin, was mein Gegner dazu sagen wird. Denn Arctos habe ich bisher noch in meiner kompletten Pokémon-Laufbahn nicht benutzt. Und es ist eigentlich relativ gut sogar gespielt. Jetzt gucke ich mal, dass ich mit Agilität mir einen Boost verpassen kann, um einen Vorteil zu erzielen. Da kommt auch der mir gedachte Donnerschlag, der aber mich nicht umhauen sollte. So, und eine Agilität hinterher, um einfach mal jetzt den Erststart für mich zu sichern. Dann hoffen wir mal, dass diese Spitzdefense von diesem Pokémon nicht allzu hoch ist, weil sonst gibt das jetzt einen, ja, Schlag ins Gesicht. Aber ich weiß, Galagladi ist stark spezialdefensiv. Und deswegen wird Arctic Blow in dem Fall nicht den Tod beschwören. Ah, und jetzt Donnerschlag könnte mich töten. Und hat mehr als die Hälfte an Schaden gemacht, aber bei Pokémon gibt es immer so einen tendenzieller Schaden. Gut. Arctos ist bisher noch nicht allzu gut in Erscheinung getreten. Vielleicht sollte ich es doch lieber mit Überreste spielen. Was aber sich noch... Es wird sich noch zeigen, wie ich es spiele. So, um die Eisseite erstmal komplett auszuspielen, weil Snibuna sonst seinen Nutzen verlieren könnte, werde ich jetzt hier erstmal mit einem schönen Angriff seinen Pokémon niedermetzeln. Ich würde sagen, der Eishieb. Okay. Gut, ich würde sagen, da ist ein Wahl-Item am Start. Weil sonst wäre dieser Erststart nämlich nicht so passiert. Also hätte ich jetzt mein Happy Hippo eingewechselt, wäre das jetzt anders ausgegangen. Gut, dann bin ich jetzt mal gespannt, was mein Gegner jetzt noch rauspacken wird. Momentan sieht es wesentlich besser aus für ihn. Aber das könnten wir vielleicht noch drehen. Da kommt Roserade. Wo ich sage, es könnte auch mit einem Wahl-Item gespielt sein. Ich tendiere einfach mal ab. Ja, sonst würde er es nicht einsetzen. Die Buna ist extrem schnell. Ja, okay, doch kein Wahl-Item. Die Buna ist extrem schnell und extrem stark. Hielt sich durch Fokus gut, okay. Aber das Pokémon wird diese Runde auch diesen Ring verlassen. Denn der Sandsturm, oder eher gesagt der Hagelsturm, Sandsturm habe ich ja noch in der Hinterhand, wird jetzt sein Urteil fällen. So. Leider bin ich jetzt gezwungenermaßen dazu verdonnert, mein Happy Hippo auszusenden, damit meine Taktik noch aufgebaut werden kann. Und ich hoffe, dass mein Happy Hippo auch einen Treffer standhalten tut. Ja, war mir klar. So. Okay, Happy Hippo. Angreifen oder Tarnsteine? Das ist jetzt die Frage der Fragen. Sein Vorteil ist halt, mit Sampex kann er jetzt alle meine Pokémon, das ist sehr stark, verletzen. Aber ich verwende jetzt doch mal die Tarnsteine als allererstes, wenn ich dazu komme, weil Cascada hat eine Rückschreckrate. Ich denke zwar nicht, dass er mich one-hittet, weil dafür ist meine KP zu hoch. Aber die Tarnsteine... Oh, meine Güte. Jetzt habe ich echt den Faden verloren. Tut mir leid. Ich war gerade so am Überlegen hier gerade, wie ich das hinbiege. Habe ich echt den Faden verloren.
Gut, jetzt kommt noch eine Kaskade. Die Rückschreckrate mal wieder immer im Hinterkopf behalten. Überleben wir dank der Zitrusbeere. Und jetzt greifen wir mal an. Und hauen sogar einen Volltreffer raus. Was für sein Pokémon sogar so gut wie tödlich war. Gut. Ich hätte auch eigentlich... Ah, das wird wahrscheinlich mit Moranbeere, ha? Oder ohne Moran. Ja, Moranbeere. Zack, Erdbeben erneut. Ich war echt am Überlegen, ob ich Felskrab spiele. Hätte ich jetzt Felskrab gemacht. Ja, da, wenigstens hätte ich jetzt wahrscheinlich sogar den Erststart. Na komm. Felsgrab. Und da kommt ein Eishieb. Gut zu wissen, dass du noch ein Eishieb verfügst. Okay. Soweit, so gut. Die Frage ist jetzt, wen schicke ich rein? Theoretisch könnte ich ihn reinhauen. Ein Angriff dürfte sogar ausreichen. Aber ich möchte mir es aufheben. Deswegen versuche ich es jetzt mit meinem Rigi 2, wie ich es so schön getauft habe, ihn jetzt erstmal ja, rauszulocken. Davon, ja, ist, dadurch wird er erstmal von mir ein Toxin abbekommen. Ja, ich spiele mal auf Gift. Wie man sieht. Und da kommt eine Kaskade. Ich bin jetzt mal gespannt, ob er versucht, mir dieses Toxin durch Schlaf wegzumachen. Oder ob er sich das jetzt erstmal gefallen lässt. Ich bin am Überlegen. Ich mache den Ableithieb. Um mir jetzt erstmal ein paar KP zu stibitzen. Auch wenn es nicht viel ist, da mein Rigitoon nicht gerade den ultimativen Angriff hat. Gut, bin ich mal gespannt, was jetzt der gute Herr ergreift mich erneut an. Okay, das könnte echt knapp werden. Etwas KP hinzubekommen. Okay. Er weiß, in der nächsten Runde würde ihn das Gift mitreißen. Ich werde überlegen, ob ich jetzt Schutzschild machen soll, um mich zu schützen einfach. Oder ob ich, wie heißt das, den Tausch bevorzuge. Ich werde aber den Schutzschild einsetzen. Einfach, um jetzt eine Runde Schutz zu haben. Er verwendet Kaskade, wie ich mir das gedacht habe. Das Gift wird ihn leider jetzt nicht niederstrecken. Das ist die blöde Überraschung daran. Aber dadurch können wir ihn jetzt mit Ableithieb eine reindonnern, um ihn dann zu besiegen und noch 1 oder 2 KP zu bekommen. Dass mein Rigirock mal schneller ist als ein anderes Pokémon, hätte ich echt nicht gedacht. So. Ein paar Millimeter bitte hinzu. Ja, paar Millimeter. Gut. Dann weiß ich noch, dass er ein Hundemon verfügt. Und dann hört mein Wissen schon auf. Also, das hier ist wirklich meine ultimative Kombination. Wo ich sage, die ist extrem. Also, da geht nichts drüber. Da kommt ein Porygon Z. Porygon Z. Wahrscheinlich hat er das... Ich weiß nicht, ob er es sich vielleicht irgendwie abgeguckt hat. Weil ich habe Porygon Z schon ziemlich oft verwendet und gezeigt, ja, du kannst stark sein mit Anpassung und einem Hyperstrahl. Kann es schon einiges wegbremsen.
Gut, ich denke mal, es verfügt sogar über einen Wal, über ein Walglas, um einfach einen ultimativen Treffer zu sein, zu setzen. Wir sind resistent, haben eine gute Spezialverteidigung und greifen jetzt auch an. Und ich hoffe, das funktioniert. Der Hyperstrahl darf mich nicht finishen. Da ist er. Und Volltreffer! Wow! Und das war jetzt unerwartet. Okay. Penetrator. Mit deinem Hyperstrahl. Du sollst jetzt mal hier Heartran kennenlernen. Heartran, einer der Pokémon, die ich eigentlich in Anführungszeichen sehr ungern spiele. Burn! So. Und down bist du. Also wirklich, ich spiele Heartran sehr, sehr ungern. Denn, also nicht ungern, aber ich hab das, ich weiß nicht. Ich konnte mit dem Typus erstmal nichts anfangen. Aber jetzt ist es doch, hat sich das als sehr, sehr nützlich erwiesen. Er besitzt nur noch einen Hundemon, in die Ecke gedrängt. Hundemon verfügt über keinerlei Attacken, die einen Heartran gefährlich werden können mit einem Schlag. Mein Heartran ist auf Geschwindigkeit nebenbei ausgelegt und verfügt über die Attacke Erdkräfte. Das dürfte ein sehr schnelles Match doch werden. Da kommt die Finsteraura, die wir resistent sind, nebenbei. Kann er uns aber zurückschrecken lassen, nebenbei. Boah, Lebensorb auch noch. Und Erdkräfte. Okay, da würde ich sagen, das erste Team-Match, das erste Match meines Teams, ist sogar relativ erfolgreich abgelaufen, auch wenn ich von der Eisseite etwas enttäuscht war. Aber da müssen wir gucken, wie ich das noch ein bisschen fixen tue. Ich werde das vielleicht noch ein, zwei Mal trainieren, testen. Vielleicht lag es einfach nur an dem Gegner, dass er gut dagegen gerüstet war. Auf jeden Fall bedanke ich mich bei Xanto LP, dass er sich hier wackel geschlagen hat. So gesehen mein Testdummy war. Und würde sagen, ja, kommt noch irgendwas? Ne. Ich werde es weiter testen. Bis zum nächsten Mal.